Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Mit mir, dem Casio natürlich. Wir gucken mal kurz hier in das Kästchen. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Schöne Münze, muss man sagen. Mit dem Loch kann man durchgucken. Super Sache. Super Sache ist das. So, wo muss ich denn jetzt hin? Ach, da lang. Okay, hier haben wir soweit alles gemacht. Gucken, Munition, Schnauze da draußen. Ihr habt hier nichts zu melden. Oh, oh. Wo? Warte mal, ich muss... Lauf doch mal langsam. Mädchen. Da. Okay. Ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. Das muss niemand hören. Los. Zack. Alles klar. Moment. Nehmen wir natürlich nochmal schnell aus. Jetzt habe ich aber ein Problem. Hier sind einige von euch. Mongos. Wie viele sind denn das? Drei hier unten. Und einer da oben, den ich aber nicht treffen kann. Okay. So, drei Headshots, sehr schön. Very nice. Mein Problem ist, dass ich den Mongo da nicht treffen kann. Ich habe gesagt, Schnauze da draußen. Ich kann ihn doch treffen. Wie kann ich ihn jetzt abbrechen? So. Okay. Ja, das war doch eigentlich ganz gut. Hat doch wunderbar funktioniert. Können wir uns auch wieder schneller bewegen. Hallo? Wo sind die Leichen hin? Die Leichen sind einfach weg. Na gut, dann ist die halt nicht mehr da. Dann nehme ich nur noch die aus. Macht auch nichts. Das war doch ganz schön eigentlich. Achso, der ist ja tot. Richtig. Ich nehme das mal mit. Vielleicht brauche ich das da drinne. Man weiß ja nie. Vielleicht sollte ich ja auch nicht so dumm reinstürmen. Hier könnten ja immer noch Leute drinnen sein, ne? Okay, warte mal, da haben wir das. Pfeile bin ich voll. Okay. Da haben wir noch einen. Ich werde wir mal ganz sachte ausschalten. Aber ich hoffe, das hat jetzt keiner von den anderen Mongos hier gehört. Natürlich blöd, dass er uns gesehen hat. Aber eigentlich dürfte keiner was gehört haben. Hier ist ja eigentlich auch gar keiner mehr so weit am Leben. Hoffe ich zumindest. Wissen weiß ich es oder tue ich es natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Fuck, der war daneben. Na, komm her. So. Weg mit dir. Die sind aber noch mehr auf jeden Fall. So. Okay, da muss ich jetzt ein paar Mal öfter schießen, aber ist egal. Scheiß mal drauf. Mal dahin. Ist da drüben einer? Nee, wa? Ich glaube erstmal nicht, dann werde ich mich da mal rüber trauen. Moment. Pfeile brauche ich gerade nicht. Alles klar, da gehe ich gleich hoch. Erstmal will ich aber hier gucken, ob sich hier noch... Jawohl. Da haben wir noch eine kleine Kiste, die man mitnehmen kann. Immer so viel sammeln wie geht, damit wir schön alles ausrüsten können. Alles klar. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Nein, nicht springen. Ach so. Ja, schon voll. Wie können wir denn voll sein? Ich hab doch gerade voll. Okay. Dann sind wir halt voll. Es ist eiskalt. Ach du Scheiße. Also jetzt nicht, weil es eiskalt ist, sondern einfach nur so.
Alles klar, hier haben wir wieder ein Buch. Hören wir uns das mal an. Ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Na dann, herzlichen Glückwunsch, sage ich da nur. Viele waren auf dem da richtig was erreicht, ey. Okay, was hier? Ich denke mal, da will ich nicht unbedingt rein. Noch nicht zumindest. Ach komm schon. Ist das jetzt aus? Ja. Kann man hier durchgucken? Nein, schade. Das wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn ich da hätte durchgucken können. Aber gut. Dann geht das halt nicht. Okay, Moment. Hier ist auf jeden Fall noch sowas. What? Wo? Vorsicht, Vorsicht! Es ist voller Benzin! Was ist voller Benzin? Okay, wir nehmen hier lieber wieder wirklich den Bogen. Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator von mir. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Gar nicht. Okay, jetzt habe ich natürlich andere angelockt, aber macht nichts. Ich weiß nur nicht, wie viele hier noch kommen oder ob hier überhaupt noch welche kommen. Ich muss mich mal langsam voran bewegen. Oh, warte mal, hier haben wir auf jeden Fall noch ein kleines Kistchen. Hier haben wir noch, ach, hier gibt es glaube ich auch, warte mal, ich nehme mal Feuer mit. Ich nehme vor allem Feuer mit, ich mache mal die Fackel an, so. Ich glaube, hier gibt es so eine komischen Zettelchen, die man verbrennen kann. Wenn ich mich nicht irre. Ah nee, stimmt, so eine Flaggen. Okay, eine neue Herausforderung auf jeden Fall, die ich bekommen habe. Ach, 1 von 5, okay. Alles klar. Na, ich werde mal versuchen, die alle zu finden. Moment, da ist noch einer, den kann ich ausnehmen. Machen wir das doch. Nichts verkommen lassen. Hier war noch ein E. Warum war hier ein E? Ach so, für die Pfeile, ja, die kann ich nicht mehr mitnehmen. Alles vor. Alter. Machst du das? Ich glaube nicht. So. Stimmt, ich habe vergessen. Ich habe gerade eigentlich darauf gewartet, dass sie mal anfängt zu zielen, aber geht ja nicht mit dem Ding. Achso, hier geht es sowieso weiter. Okay, wenn es da sowieso weiter geht. Kann ich hier durch die Tür? Ah ne, von hier bin ich gekommen, alles klar. Na dann. Geht es ganz normal weiter, leider. Das Feuer ist jetzt leider aus, schade. Aber wir können uns wieder ein neues Feuerchen machen, okay. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Feuer. Ja, wie kann ich das auch wieder abstellen irgendwie? Ah, so. Alles klar. Niemand geht. Ach so, wir haben ja aber mehrere davon, alles klar. Wie kann ich denn die Dinger werfen? Ach so, guck mal. Hui. Ja, super, ey. Voll getroffen und so. Ja, wir haben hier noch ein paar, aber ich möchte das doch kaputt machen. Warte mal. Das muss doch irgendwie gehen. Kannst du mir doch nicht sagen, dass das nicht funktioniert mit so einem Teil. Brennen. Ja, geht doch. So, welches Glas meinst du denn, Lara? Ich habe keine Ahnung. Das wahrscheinlich nicht. Nein. Schade. Na gut, alles verplant. Na, wobei, alles nicht. Ich habe da noch so ein Ding, aber werden wir mal noch nicht benutzen. Lass mal hier hinspringen. Oh, hier stimmt Gas aus. Das machen wir mal schnell hier kaputt. Damit, das mach schon. Okay. Oh, fuck. Ja, was tun? Ach du heilige Scheiße. Los, komm schon, geh da wieder raus. Aber rucki zucki bitte. Komm schon. Okay, ein Ding haben wir noch. Nimm das jetzt. Okay. Na dann. Viel Spaß. Alter. Das ja, war mal nett. Alter, das war alles hier kaputt ballern, oder?
Lebt der noch? Wo ist denn der Typ? Ah, na, ach so, hier muss ich sowieso hin. Warte mal. Ich hab doch hier überall Feuer. Warum kann ich denn hier meine Fackel nicht anmachen? Was soll das? Blödsinn, ey. Ach so, ah, das ist die Tür, die gerade zu war. Ich verstehe. I need Feuer. Ich brauche Feuer, 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 Feuer. Wer hustet denn hier die ganze Zeit? Hör auf damit. Ach hier. Da ist er. Oh, yeah. Eine neue Waffe. Beende es. Bitte. Jo. Tu ich. Fahr zur Hölle. So, nimm mal. Warum? Hä? Warum kann sie das denn nicht mitnehmen? Das ist voll doof. Okay, da müssen wir dann eigentlich gleich weiter. Ich nehme erstmal hier das mit und ich nehme hier das Buch mal mit. Feldbericht der Expedition. Trotz des Verlusts von zwei Frachtern durch starke Stürme ist die Expedition gelandet. Wir haben ein Kommunikationszentrum oben in den Bergen errichtet und mit dem Bau einer Basis an der Küste begonnen. Bei ersten Erkundungen wurden mehrere mögliche Ausgrabungsstätten entdeckt. Die Insel ist viel größer als zunächst angenommen und übersät mit vielen Jahrhunderten Geschichte. Die Identifikation der Ursache der Stürme kann langwierig und anstrengend werden. Aber im Erfolgsfall ist uns der Sieg in diesem Krieg gewiss. Ja. So, sorry, da ist mir gerade der Deckel von meiner Flasche runtergefallen. Okay, warte mal kurz. Habe ich jetzt hier irgendwie was Neues bekommen an Muni? Nimm mal kurz den Bogen. Nö, habe ich nicht, oder? Schade. Wie kriege ich denn das jetzt kaputt hier? Mann, oh. Hier brennt alles. Alles ist hier am Brennen, weißt du? Und ich kann mir da meine Fackel nicht anmachen. Blödsinn. Juhu. Na gut, dann gehen wir mal kurz hier nochmal durch. Vielleicht war hier nochmal irgendwo Feuer. Nö. Doch, da hinten ist eine Tonne. Ich gehe jetzt nochmal zur Tonne und mache hier erstmal das Ding da kaputt. Nicht, dass ich das hier zurücklassen müsste. Das wäre ja scheiße. Ich will ja so weit es geht versuchen, alles... Nee, Moment, es war ja da. Alles hier zu machen. Wenn ich es dann finde, natürlich, ne? Wenn ich es halt auch nicht finde, dann, naja, funktioniert es ja eh nicht. So, okay, Moment. Hier habe ich jetzt alles, ne? Das Buch habe ich gefunden, ja. Also geht... Nee, Moment. Achso, nee, das ist nichts Interessantes. Bam! 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 Warte mal, bam! Hallo? Komm schon, stirb! Wir sollten vielleicht in Deckung gehen, aber Deckung ist was für Weicheier. Nö, 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 nö. Ich muss nachladen, shit. Stirb. Und du auch. Ist hier noch einer? Ja, Tatsache. Am Arsch, ich hab dich voll am Kopf erwischt, du kleiner behinderter Mungo. So, tot. Läuft. Ich will die Brandpfeile haben. Die Brandpfeile sind voll cool. Jetzt habe ich natürlich nicht aufgepasst. Das ist natürlich doof. Habe ich jetzt so schnell gar nicht gecheckt, dass ich hier... So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo muss ich hin? Da müsste ich eh hin. Was ist das denn? Nee, nee, ich glaube, ich lasse das mal eben. Nicht, dass hier irgendwie was passiert und so. Da ist noch so ein Teil. Vater Matthias wird uns befreien. Ja. Wovon? Ja. Dieser Insel? Vom Leben. Mitten im Leben, weißt du? So richtig RTL-Doku-Style, ey. So. Komme ich da irgendwie hoch? Ja, doch, komm ich. Dann klettern wir da nämlich mal eben hoch. Ich will das eine Ding dann noch kaputt machen, auf jeden Fall. Oh, hier ist auch ein Lager. Das ist natürlich sehr nice. Bedeutet nämlich, wir setzen uns mal eben. Fähigkeitenpunkt verteilen. Ja. Was ist das? Oh, Kämpfer-Upgrades.
Schmerztoleranz, da hält ich mehr aus. Das nehmen wir. Das finde ich gut, ne? So. Oh, hier haben wir jetzt auch einiges. Da könnte ich ja bei der Pistole teilweise zwei Sachen machen. Oder man rüstet die jetzt ein bisschen auf, obwohl ich mit der, glaube ich, jetzt gar nicht so viel machen würde. Ich rüste ja die Pistole Tatsache auch auf jetzt. 250, ich glaube hier gab es noch... Ne, 300, scheiße. Okay, na gut. Aber einiges habe ich ja schon aufgerüstet. Ja, wo kriege ich denn jetzt Feuer her? Das ist mal so die Frage, wa? Ja, hier macht's nur mächtiges Badabum und das war's. Ah. Oh, warte, da hinten ist eine Tonne. Da ist nicht. Oh, scheiße. Mann, jetzt so, meine Güte. Junge, hör auf da auszuweichen. Das ist scheiße. So war's. So, wir nehmen das mal. Den nehmen wir dann natürlich auch gleich aus. Aber ich möchte... Wo war das jetzt? Moment. Ach, hier, genau. Ich glaube, oben war keins, ne? Ich habe zumindest keins gesehen oder nicht drauf geachtet. Naja. Auf jeden Fall haben wir 4 von 5. Eins fehlt nur noch. Ich könnte es tatsächlich schaffen, hier alles zu machen. Ich bin ja mal gespannt. Achso, dann geht die gar nicht aus. Ich dachte, die geht dann auch aus, aber... Die wird dann... Hier haben wir doch das letzte. Nein! Verdammt! Na wunderbar. Das bringt uns also nichts mehr. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Ja, klar. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Hammer. Ich meine, ganz oben. Ist schon klar, denn, ne? Oben ist meistens oben. Schon wieder klettern. Und dann ganz oben. Großartig. Oh. Als ob wir noch nie... Alter, willst du mich verarschen? Jetzt ist die Fackel weg, Mann. Jetzt muss ich erstmal, bevor... Warte mal, was ist denn hier? Ach, hier ist noch ein Buch. Hören wir uns das an. 6. September 1982. Jetzt bin ich allein. Die anderen sind alle tot. Und das ist doch gut so. Ich habe von den Klippen aus zugesehen, wie ihr provisorisches Boot von den Stürmen hin und her geschleudert wurde. Die Wolken sahen aus wie eine Hand über dem Wasser, die vehement an dem hilflosen Boot zerrte. Keiner überlebte den Zorn dieses Sturms. Ich habe es genau beobachtet. Der Sturm war örtlich begrenzt und kam unvermittelt. Und genauso plötzlich war er auch wieder weg. Und das Interessanteste daran... Er wirkte nicht zufällig. Ich spürte Emotion, Absicht. Ich weiß nicht, was auf dieser Insel vor sich geht. Noch nicht. Aber wenn ich entkommen will, muss ich dieses Phänomen zuerst begreifen. Jetzt beginnt meine eigentliche Aufgabe. Alles klar. Das ist ja super für dich. Herzlichen Glückwunsch dazu, mein Freund. So, wir müssen jetzt erstmal nochmal ganz schnell hier zurück. Und unsere Fackel anzünden. Damit wir... Oder ich nehme erstmal, glaube ich, die ganzen Sachen. Dann mache ich das hier kaputt. Und dann... Ja, wir müssen ja nur hochklettern. Ist ja nicht so, als ob sowas schwer ist oder sowas. Nö, nö. Ganz einfach. Okay, machen wir hier Fackel, Fackel. Wunderbar. Ich bin begeistert über alle Maßen. Und damit würde ich einfach mal sagen, beende ich diese Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe natürlich, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Wir machen mal die Fackel hier aus. Bis dahin. Haut rein, Leute.